Es ist Sommer, es ist heiß. Es wäre mal wirklich wieder richtig Zeit für eine Wasserbombenschlacht. Aber mit dem Wasserhahn das aufzufüllen, ist immer richtig nervig. Wie könnte das denn noch sonst gehen? Es müsste doch eigentlich auch mit der Schüssel gehen. Aber so ganz toll wird's nicht. Vielleicht mit der Pipette. Das Wasser quillt schon über, aber der Luftballon ist doch gar nicht voll. Das klappt auch nicht wirklich. Aber was macht der Wasserhahn, was die Schüssel nicht kann? Ah, es fehlt der Druck. Wir haben eine Gießkanne, einen Schlauch und einen Trichter. Damit sollten wir doch eigentlich mehr Druck hinbekommen, oder? Also den Trichter stecken wir in den Schlauch. Und den Luftballon machen wir vorne dran. So, jetzt haben wir das geschafft. Und jetzt gießen wir oben Wasser rein. In die Gießkanne habe ich jetzt einfach Wasser gefüllt und das gießen wir jetzt hier rein. Da kommt ganz viel hochgeblubbert, aber ich glaube, das ist nur die Luft, die aus dem Ballon kommt. Und schon wird sie größer. Und da haben wir unsere Wasserbombe schon. Ja, jetzt bin ich wirklich nass. Nach meiner kleinen unglücklichen Dusche habe ich jetzt eine kleine Wasserbombe besorgt. So eine, die man überall kaufen kann. Und die mache ich jetzt auch mal da unten dran. So, das sollte halten. Jetzt probieren wir es mit dem Kleinen nochmal. Hier kommt das Wasser nur hochgeflossen, es geht gar nicht rein. Also brauchen wir mehr Druck. Jetzt haben wir einen längeren Schlauch besorgt, damit wir mehr Druck aufbauen können. Außerdem haben wir unseren kleinen Luftballon da unten nochmal festgebunden mit einem Gummi, damit er nicht so leicht abflutscht. Und los geht's. Und er wird voller. Und schon haben wir eine fertige Wasserbombe. Und so sieht dann unsere fertige Wasserbombe aus. Und sie ist schon ziemlich prall gefüllt. Ihr seht, ich kann mit dem Wasser auch ein bisschen balancieren. Jetzt ist gar nichts mehr drin. Also ihr könnt damit rumexperimentieren, wie dick ihr sie wollt oder wie prall. Wie ihr seht, haben wir das Rätsel der Wasserbomben gelöst. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen.